Ja, herzlich willkommen zu diesem Web-Talk. Heute geht es um das Thema Literatur und Texte unter freien Lizenzen. Das ist tatsächlich ein Thema, was schon relativ lange im Gespräch ist. Also viele Menschen versuchen schon seit langer Zeit, Literatur im Internet für alle möglichen anderen Menschen nutzbar zu machen. Und da gibt es einige sehr spannende Dinge zu entdecken, aber auch ein paar blinde Flecken zu identifizieren, sodass es hier in diesem Web-Talk gleich darum gehen wird, dass ich euch ein paar Projekte vorstellen werde, aber auch natürlich auf ein paar Webseiten mitnehme, die schon recht etabliert sind. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus einem Webspaziergang, wie wir den das letzte Mal auch gemacht haben, und ein paar zusätzlichen Informationen und Anregungen, vielleicht Dinge auch zu überlegen, ob man sie nicht in einer ähnlichen Form nachmachen kann oder an irgendeinem Projekt teilhaben möchte. Ich gebe euch mal meinen Bildschirm frei, dann könnt ihr auch gleich mit mir auf die kleine Reise kommen, die ich da entsprechend vorbereitet habe. Genau. Ja, was wir also sehen können, ist meine vorbereitete Präsentation. Ihr mögt euch manchmal vielleicht fragen, warum ich das hier mache mit den Präsentationen. Nehmt es ein bisschen als so eine Art kommentierte Linkliste, die ihr im Nachklapp dieses Webtalks finden könnt auf der Webseite oercamp.de, wo ihr zum einen die Aufzeichnungen aller Webtalks finden könnt, zum anderen aber auch Zusatzmaterialien, wie eben den Link zu dieser Präsentation. Genau, also fangen wir mal an, und das Erste, was einem eigentlich so ein bisschen begegnet, wenn man mit Texten und Literatursuche zu tun hat, sind zwei Begriffe, die ziemlich ähnlich sind, und zwar die Begriffe offen lizenziert oder gemeinfrei. Ganz häufig findet man Fundstellen im Internet, wo eben behauptet wird, so ja, die Texte, die ihr hier findet, sind auf jeden Fall offen lizenziert oder gemeinfrei. Und dann verwirrenderweise gibt es auch noch zweimal den Begriff Public Domain, den man ungefähr gleichsetzen kann mit gemeinfrei. Alle Juristen mögen jetzt bitte so ein Rauschen in ihrem Ohr verspüren. Ich werde das wirklich total reduziert nur darstellen, worum es geht. Eigentlich möchte ich euch nämlich einen kleinen Unterschied in diesen beiden Public Domain Begriffen kurz erläutern. Und zwar ist es so, dass die Creative Commons Lizenzen eben CC0 anbieten als Lizenzart. Das bedeutet, dass jemand, der ein Werk erschafft, tatsächlich dieses Werk aktiv in die sowas Ähnliches wie die Gemeinfreiheit entlässt. Das heißt, die Person, die ihr Buch oder ihren Text eben unter einer solchen Lizenz veröffentlicht, sagt im Prinzip nichts weiter, als dass jeder, der möchte, mit diesem Werk tun kann, was er oder sie machen möchte. Also das Werk kann in Teilen verwendet werden, es kann in eine andere Medienform umgesetzt werden, es kann übersetzt werden, egal was, ohne dass der Autorenname dabei genannt werden muss. Das ist sozusagen die weitestgehende Form der Nachnutzungserlaubnis, die man in unserem Rechtsraum so haben kann. Und deshalb sagt man, dass solche Art von Werke eben auch in diesem Bereich der Public Domain stehen. Das heißt also, wir haben hier zum einen diesen Bereich der CC0 lizenzierten Literatur, nach der wir schauen können, die voraussetzt, dass ein noch lebender Autor, eine noch lebende Autorin eben
erlaubt hat, dass Menschen so weitgehend mit diesem Werk umgehen. Dann gibt es einen Anteil von Werken im Public Domain oder in der Gemeinfreiheit, die andersartig da reingekommen sind, nämlich durch den simplen Umstand, dass der Urheber oder die Urheberin schon ziemlich lange gestorben ist. In unserem Rechtsraum gilt da 70 Jahre als Zeitpunkt, dass jemand tot sein muss, um sein Werk eben in diese Gemeinfreiheit zu entlassen. Also müsst ihr euch jetzt nicht so sehr verwirren lassen von diesen unterschiedlichen Begriffen, aber ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über den Hintergrund, wie die sozusagen einzuordnen sind. Darüber hinaus schauen wir im Bereich Bücher und Texte unter einer freien Lizenz natürlich auch immer nach den anderen Creative Commons Lizenzen, die wir hier nochmal dargestellt finden. Diese Lizenzen kennt ihr wahrscheinlich schon. Wenn nicht, schaut euch doch gerne auf der Webseite OER Info um, um dort weitere Informationen zu bekommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall gut weiter informieren oder sprecht mich einfach bei irgendeiner der nächsten Gelegenheiten darauf an. Jetzt wollen wir aber tatsächlich loslegen mit unserem kleinen Ausflug in die Welt von Büchern und Texten. Ich habe mal angefangen zu gucken, welche Bücher und Texte sich denn auch aus so der aktuellen Welt wiederfinden lassen im Internet. Und da gibt es gerade eine ganz spannende Entwicklung, nämlich die, dass immer mehr Verlage entdecken, dass man eben Bücher nicht nur unter dem klassischen Geschäftsmodell vertreiben kann, sondern eben auch Bücher vertreiben kann als OER, also unter einer freien Lizenz. Zwei Beispiele dafür sind das Buch Barcamps und Co. und das Buch Freie Unterrichtsmaterialien, also aus dem Bereich des Sachbuchs, die eben unter einer freien Lizenz veröffentlicht sind, was es erlaubt, dass man damit eben relativ gut weiterarbeiten kann. Beide Bücher werden begleitet von einer dazugehörigen Webseite, auf der man noch weitere Informationen finden kann, und das ist auch eine relativ typische Struktur. Was man ansonsten noch finden kann, sind Verlage wie dieser hier, der Hamburg University Press, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Bücher unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Hier handelt es sich naturgemäß sehr häufig um wissenschaftliche Literatur. Und das ist ebenfalls ein großer Stock an verschiedenen Themen, die man hier finden kann. Ich habe für euch jetzt einmal ein Buch passend zum Thema herausgesucht, das sich eben mit Open Science und auch mit Rechtsfragen zu OER beschäftigt. Man findet in diesem Verlagsprogramm aber eine ganze Menge von verschiedenen Werken zu unterschiedlichen Themengebieten, allesamt so aus dem Bereich der Wissenschaften. Ebenfalls in dieser Familie zu Hause sind einige Booksprints, das heißt Bücher, die in einem bestimmten Zeitraum geschrieben werden. Die Technische Informationsbibliothek Hannover ist einer der Orte, wo man relativ häufig solche Bücher finden kann, die eben in einem solchen begrenzten Zeitraum von Autorinnen und Autoren zusammengestellt werden und wo man ebenfalls sozusagen frei lizenzierte Informationen auf ziemlich wissenschaftlichem Niveau finden kann.
Nicht immer, aber geht es um Wissenschaft mit Booksprints. Es gibt auch kürzere Texte, die sich finden lassen, manchmal bei Stiftungen, hier zum Beispiel bei der Bertelsmann Stiftung, die einen Booksprint veranstaltet haben zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und daraus eine Broschüre gemacht haben oder ein kleines Buch, das ebenfalls unter einer freien Lizenz verfügbar ist. Insgesamt ist es so, dass viele Stiftungen dazu übergehen, ihre Materialien unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Und nun könnt ihr wahrscheinlich denken, na ja, woher weiß ich sowas denn und finde ich diese Materialien denn auch irgendwo über Suchmaschinen und ähnliches? Und um dieses Thema wird es in der nächsten Woche gehen. Heute, wie gesagt, sowas ähnliches wie ein kleiner geführter Spaziergang in die nicht so gut aufgeräumte Ecke des Gartens, die da heißt Bücher und Texte. Ein weiterer Verlag, der Texte unter einer freien Lizenz veröffentlicht aus dem englischsprachigen Raum, der recht groß ist, ist InTech Open. Hier findet ihr eine ganze Menge an Literatur, wenn ihr auf spezialisierte Texte Lust habt. Wenn man sagt, naja gut, das ist jetzt alles ganz schön expertisch, was da so an Wissen geboten wird, dann lohnt sich ein Blick in die Open Textbook Library. Das ist eine Bibliothek, die vor allen Dingen Textbücher, also Lehrbücher, zu Universitätsthemen im Angebot hat. Das ist eine Reaktion, kann man sagen, auf die Situation an amerikanischen Universitäten, wo sehr viele Studierende damit kämpfen, dass es eben einen ganzen, ja, dass die Bücher, die sie brauchen als Textbücher, Grundlagenwerke sozusagen extrem teuer sind. Und die OER-Bewegung in den USA ist eine Antwort auf zum Beispiel dieses Problem der Finanzierung von Bildung, in dem freie Lehrwerke geschaffen werden und die kann man eben in der Open Textbook Library finden. Das ist also ein guter Tipp für Leute, die gut Englisch sprechen und eben auf einem relativen Einsteigerniveau gute, fundierte Literatur zu sehr unterschiedlichen Themen suchen. Also schaut da gerne mal rein und ich denke, da kann man eine ganze Menge an wertvollen Dingen finden. Pressbooks kennen vielleicht einige als Software, um Bücher zu erstellen. Und gleichzeitig ist dieser Anbieter ein Schaufenster in die Arbeit, die andere Menschen mit diesen Pressbooks machen. Auch hier gibt es ganz viel englischsprachige Literatur. Sehr häufig handelt es sich um Universitätsprojekte, wo Studierende gemeinsam mit ihren Dozentinnen und Dozenten Bücher erstellt haben, die sehr spannend sein können zu Themen ihres akademischen Lebens. Also das ist tatsächlich eine gute Quelle, um sich hier mal umzuschauen. Auch um Bücher zu erleben, die nicht so dem ganz klassischen linearen Schema folgen, sondern durchaus interessant aufbereitet sein können. Ein weiteres Projekt, das ich euch gerne zeigen möchte, ist die Global Digital Library. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das geschaffen wurde, um Bücher für Leseanfängerinnen und Anfänger aufzubereiten. Und zwar ist der Hintergedanke bei diesem Projekt, dass es natürlich eine sehr wichtige Sache ist, Lesen zu lernen für viele Menschen auf der Welt, aber
Erstaunlicherweise ist es gar nicht selbstverständlich, dass man Bücher auf einem Anfängerniveau findet in der Heimatsprache von vielen Menschen. Ja, wahrscheinlich alle schon irgendwie diverse kleine Beispiele im Kopf für Sprachen, die vom Verschwinden bedroht sind. Und gerade für solche gefährdeten Sprachen ist es ein sehr wertvoller inhaltlicher Punkt zu sagen, okay, wir brauchen Literatur für Leseanfängerinnen und Anfänger. Und wenn ihr auf die Website der Global Digital Library geht, dann könnt ihr zum einen solche Bilderbücher und ähnliche Bücher finden in wirklich sehr einfacher Sprache, in sehr vielen, sehr ungewöhnlichen Sprachen. Und ihr könnt, wenn ihr einer Sprache besonders mächtig seid, euch an diesem Projekt beteiligen und eben ein Buch übersetzen. Und dieses Projekt ist also sehr schön auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und wer ein bisschen Zeit hat und vielleicht das ein oder andere Sprachtalent in sich schlummern sieht, kann sich da also sehr gerne mit beteiligen. Ja, kommen wir zu dem Klassiker. Project Gutenberg ist schon seit den 1970er Jahren tatsächlich damit befasst, Literatur aufzubereiten, zu digitalisieren, die gemeinfrei ist. Und im Prinzip ist es eine sehr großartige Sache, weil man ein mittlerweile wirklich enorm großes Reservoir von klassischer Literatur in diesem Projekt abgebildet findet und entsprechend auch solche gemeinfreien Texte dort lesen und herunterladen kann und so weiter. Das Problem für Menschen mit einer deutschen IP-Adresse ist, dass man nicht darauf zugreifen kann aus Deutschland im Augenblick. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es eine Rechtsstreitigkeit gibt zwischen einem Verlag und diesem Projekt und sich diese Rechtsstreitigkeiten eben so auswirken, dass das Projekt Gutenberg beschlossen hat, eben aus Deutschland nicht mehr erreichbar zu sein. Das ist ein bisschen doof, aber das Internet ist ja glücklicherweise ein sehr großer Raum mit Platz für alle möglichen Ideen. Und so gibt es eben das Internet Archive. Und in dem Archiv ist das Projekt Gutenberg abgebildet, sodass man also über diesen kleinen Umweg nicht nur auf eine Vielzahl von Büchern insgesamt zugreifen kann, sondern eben auch die Sammlung des Projekts Gutenbergs durchsuchen kann und eben für seine, ja, für seine Leseneugier sozusagen nutzen kann und dort auf klassische Literatur zurückgreifen kann. Insgesamt ist darüber hinaus, wie ich gerade schon angedeutet habe, das Internet Archive eine sehr gute Quelle für gemeinfreie Bücher und andere Texte, die man dort finden kann. Also auf jeden Fall große Stöberempfehlung. Auf das Internet Archive werde ich in einer der nächsten Folgen dieses Web Talks auch noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen. Eine deutsche Webseite ist das Literaturnetz. Dort findet man auch wieder eine große Bandbreite an Literatur in gemeinfreier Form oder auch in, unter anderen Creative Commons Lizenzen. Hier kann man wie in einer Bibliothek sehr schön stöbern nach verschiedenen Genres und Autorinnen und Autoren und wird sicherlich viele, viele gute Erlebnisse haben können, darin Bücher zu finden, die man noch nicht kennt. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sammlung. Eine weitere Seite, wo man gut nach Literatur stöbern kann, sind die Zulu-E-Books, wo man entsprechend
aufbereitete Texte herunterladen kann und eben weiter verwenden kann. Hier finden sich nicht nur die Klassiker der Literatur, sondern auch Werke, die aktuell geschrieben wurden und eben unter einer freien Lizenz freigegeben wurden. Wer neben dem ganzen Lesen denkt, naja, an Bücher anhören ist auch mal ganz schön, kann sich auf der Seite LibriVox umschauen. Dort gibt es Public Domain Bücher, die vorgelesen werden, also eingesprochene Texte, die von unterschiedlicher Qualität sind, aber auf jeden Fall immer mal ein Stöbern wert, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man könnte sich jetzt auch gut mal ein bisschen zurücklehnen oder während des Spazierengehens einen guten Klassiker hören, ist man hier gut bedient. Ein weiteres sehr umfangreiches Werkverzeichnis findet man im Literature Network. Hier gibt es neben den Originaltexten auch noch die Möglichkeit, Quizzes zu finden und Zusatzinformationen. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Quelle für Schülerinnen und Schüler, die Englisch gut lesen können, um dort zusätzliche Informationen zu finden für ihre Referate oder was auch immer man da so machen muss manchmal. Ja, Klassiker natürlich, Wikibooks als eines der Projekte der Wikimedia, die ja auch die Wikipedia betreibt, immer wieder es ist wertvoll, da vorbeizuschauen. Wikibooks ist ein Projekt, das tatsächlich Bücher unter einer freien Lizenz veröffentlicht und wo man gut vorbeischauen kann, wenn man die verschiedenen Themen, vor allen Dingen der aus der Sparte der Sachliteratur, sich anschauen möchte. Wikisource ist ebenfalls ein Projekt der Wikimedia, wo man Bücher finden kann, beziehungsweise noch nicht ganz Bücher, sondern Texte und Quellen vor allen Dingen, die eben gemeinfrei sind. Also hier ganz viele Originale und wirklich historisch bedeutsame Werke, auf die man da blicken kann. Also auch eine sehr interessante Fundgrube für verschiedenste Themen. Und natürlich kann man auch die Wikipedia benutzen als Buchquelle. Das mag vielleicht erstmal ein bisschen befremden, aber es gibt immer mal wieder Texte in der Wikipedia, die enorm umfangreich sind, wie eben dieser Beitrag hier zu Enzyklopädie, den man sich tatsächlich auch als, als Buch exportieren kann. Also man hat in der Wikipedia die Möglichkeit, verschiedene Formate eines Artikels herunterzuladen und sich das zum Beispiel auch in einer sehr angenehmen Form auf den E-Book-Reader seiner Wahl zu ziehen. Also auch hier durchaus eine Empfehlung. Weiterer Klassiker ist das Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologie. Das ist ein Projekt, das gezeigt hat, dass man eben veröffentlichen kann, auch sozusagen ganze Bücher erschaffen kann unter einer freien Lizenz. Und das wird sehr häufig als Referenzprojekt genannt, wenn es darum geht, zu zeigen, wie man Bücher veröffentlichen kann unter einer freien Lizenz. Wer sich also für das Thema interessiert und auch ein bisschen für die Geschichte drumherum, sei herzlich eingeladen, auf dieser Webseite zu stöbern und sich natürlich auch das Buch oder einige Kapitel davon herunterzuladen. Dann gibt es noch eine weitere Quelle für Bücher, die sehr oft nicht, aber manchmal eben doch unter einer freien Lizenz stehen, nämlich die Werke, die man in der Bundeszentrale für politische Bildung finden kann. Wenn man die
Entwicklung der letzten Monate und Jahre betrachtet, dann kann man sagen, dass immer mehr Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung tatsächlich auch unter einer freien Lizenz stehen. Und es lohnt sich also dort zu schauen, welche Art von Buch man dort zum Beispiel herunterladen kann in einem Format, das einem zum Lesen angenehm ist. So, das war mein kleiner Rundgang durch die Welt der Bücher unter einer freien Lizenz oder Texte, die tatsächlich auch gemeinfrei sind. Das ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was mit großer Wahrscheinlichkeit vorhanden ist in diesem großen, unübersichtlichen Internet. Deshalb wäre ich sehr interessiert daran, auch von euch zu erfahren, habt ihr Lieblingsquellen für Bücher und Texte unter einer freien Lizenz, Anlaufstellen, die ihr immer wieder anlauft und die ihr vielleicht den anderen gerne weiterempfehlen möchtet, dann tut das doch sehr gerne. Wir haben auf oercamp.de zum einen die Möglichkeit, dass ihr unsere Beiträge kommentiert und zum anderen natürlich auch die Telegram-Gruppe, die diesen Webtalk begleitet. Also die herzliche Einladung von mir, euch gerne mit einzubringen, und ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die nächste Woche.